Schönen guten Tag, meine Freunde, auf Maverick TV. Ein nächstes Wettvideo steht auf dem Tagesprogramm, meine Freunde. Heute spielen wir mit dem Einsatz von 130 Euro. Und ja, ich hoffe, ihr habt gestern den Schein, eure Scheine mit einem Unentschieden Portugal-Island abgesichert, so wie ich es gesagt habe. Sonst wäre es ja eine richtige Arschkarte gewesen. Also, die Portugiesen haben uns die Wette ein bisschen versaut mit dem 1-1, aber der Wetteinsatz ist ja wieder da. Also das Wichtigste ist, den gleich wieder weiter zu investieren. Und als Wettexperte muss man hartnäckig bleiben und man darf auf keinen Fall sich irgendwie Schwäche erlauben und jetzt denken, oh, man ist jetzt irgendwie nicht in Form oder jetzt kommt eine negative Strähne. Nein, 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 nein. Wir machen natürlich heute weiter. Und werden gleich wieder sofort auf die Siegerstraße einlenken, meine Freunde. So, und zwar spielen wir das Duell Frankreich-Albanien. Ganz klar, klarer französischer Sieg. England-Wales spielen wir auch auf eine 1, weil die Waliser eine Abwehr haben, die in der dritten englischen Liga bestehen kann, aber nicht gegen die Nationalmannschaft Englands. Und so gesehen sind das schon die Haupttipps, meine Freunde. Und auf dem einen Schein nehmen wir noch das Game 6. Im Endeffekt ist das noch ein bisschen mit NBA gemischt, meine Freunde. Denn in den Finals steht das sechste Spiel Cleveland Cavaliers gegen Golden State an. Und ein LeBron James, wenn er jetzt sieht, er kann ein siebtes Spiel erzwingen, wird natürlich jede Mannschaft der Welt zu Hause in so einem wichtigen Spiel zerlegen. Das ist natürlich sehr, sehr klar, dass Cleveland dieses Spiel gegen die Golden State Warriors zu Hause gewinnen wird. Und ja, und wir sichern mit einem Schein ab. Und der Absicherungsschein, meine Freunde, den zeige ich euch als ersten. Wir sichern nur eine einzige Sache ab und das ist mit 30 Euro England-Wales unentschieden. Ja, vielleicht Bale mit einem abgefälschten Freistoß. In der 88. England hat seine Chancen nicht gemacht und dann am Ende 1-1. Deswegen sichern wir das mit 30 Glocken ab, um 120 zu gewinnen. Und das wäre im Endeffekt das, was wir einsetzen. Aber wir wollen ja, dass die Siegerscheine kommen. Und die spielen wir folgendermaßen. Auf dem ersten Schein spielen wir Frankreich-Albanien Handicap. Ja. Zana nicht dabei, der vom FC Nantes, albanischer Abwehrchef, nicht dabei. Das ist ein sehr, sehr großer Verlust und eine Schwächung für die Albaner. Und ja, in Frankreich, Abendspiel. Franzosen haben nicht überzeugt, erstes Spiel. Da muss heute Rambazamba getanzt werden. Das wird ein 2-0 für die Franzosen. Deswegen spielen wir das auf diesem Schein Handicap. Und England-Wales 1 mit 50 Euro, 130. Und auf dem anderen Schein, der mit der NBA gemischt ist. Da spielen wir das ein bisschen leichter. Da machen wir Frankreich ein ganz normaler Sieg gegen Albanien. England 1 und Cleveland Sieg. Das spielen wir auch mit 50 Euro, meine Freunde, um 160 zu gewinnen. Und ja, sagen wir mal, kommt nur einer der Siegerscheine, haben wir im Endeffekt Wetteinsatz wieder. Kommt bei England gegen Wales unentschieden, haben wir den Wetteinsatz wieder. Und kommen beide Spiele, so wie es passieren wird, haben wir 300. So gesehen haben wir ungefähr zwei Drittel Gewinn gemacht. Berechnet prozentual von eurem Einsatz, wie ihr das aufteilen möchtet, in dem Verhältnis zu eurem Einsatz, wie ihr das spielen müsst. Wie viel Einsatz pro Schein, meine Freunde, meine Einsätze habt ihr gerade gesehen. Ich wünsche euch viel Glück und wir sehen uns dann morgen sicherlich schon wieder mit dem nächsten Wettvideo auf Maverick TV wieder. Teilt das Video, supportet es und viel Spaß heute beim Fußball schauen. Ja? Und beklaut nicht eure Eltern oder Freunde, um zu wetten. Ja? Das soll nur just for fun, ein bisschen Spaß machen, meine Freunde. Aber jetzt nicht übertreiben und irgendwie draußen einen Spätkauf überfallen, damit man wetten kann. Wetten ist nämlich nur eine Nebenbeschäftigung. Wenn man es kann, kann man ein bisschen Spaß
und ein paar Turnschuhe dazu verdienen. In diesem Sinne, meine Freunde, peace out, euer Maverick auf Maverick TV.